Love-Hotels. Es soll Zehntausende davon in ganz Japan geben. Ganz kurz erklärt, ist es eine Hotelform, wo du für ein paar Stunden, aber auch für eine ganze Nacht bleiben kannst, um primär diese eine Sache zu machen. Ihr wisst Bescheid beim Namen. Aber wie sieht so ein Love-Hotel genau aus? Was kann man da alles sonst noch machen? Das wollte ich herausfinden und euch auch zeigen. Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht in ein Love-Hotel in Tokio und habe dort zwei Zimmer getestet. Viel Spaß mit dem Video und wir fangen an. Let's go! So, ich bin jetzt in der Nähe vom Nishinippori Bahnhof in Tokio. Diese Gegend, beziehungsweise hier dieser Bahnhof und die nächsten Bahnhöfe, die sind relativ bekannt dafür, dass es hier eben ganz viele Love-Hotels gibt. Und ich werde mich jetzt auf dem Weg zu dem machen, das ich rausgesucht habe. Ist irgendwie 3 Minuten Fußweg vom Bahnhof. Wir sehen uns dann, wenn ich angekommen bin. Bis dann. So, Freunde, hinter mir ist jetzt das Hotel und ich bin ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt, ob ich reinkomme. Also ich muss sagen, von außen sieht es relativ normal aus, eher langweilig, würde ich sagen. Weil jetzt werde ich mich reinbegeben. Ich bin sehr gespannt. Also, Love Hotel, Japan. Let's go. Und damit herzlich willkommen zu einer Love Hotel Room Tour in Tokio. Die ersten Eindrücke, ich muss sagen, also ich bin ja reingekommen und es war jetzt nicht so wirklich, wie ich erwartet habe. Beziehungsweise am Anfang wurde ich echt positiv überrascht von der Lobby. Das Gefühl reinzugehen war überhaupt nicht peinlich oder cringe oder so, sondern relativ normal. Leider war es dann so, als ich auf den Bildschirm geguckt habe, wo man ein Zimmer auswählen konnte, stand dann da, alle Zimmer sind ausgebucht, es ist jetzt gerade nichts frei. Deswegen musste ich da ein bisschen warten und habe dann einfach beschlossen, ich werde einfach das nächste Zimmer wählen, was jetzt frei wird. Ja, aber ansonsten war es relativ entspannt, konnte halt normal mit Kreditkarte zahlen, war dann an der Kasse sozusagen, wo ich das Ticket dann gezeigt habe am Schalter. Da wurde es extra so gemacht, dass man die Person nicht sehen kann. Das ist extra im Love-Hotel so wegen aus Schamgefühl und so weiter. Ja, dann konnte ich los, habe den Schlüssel bekommen und bin mit dem Aufzug hoch in den 7. Stock und zu meinem Zimmer gekommen. Genau, also ich bin hier reingekommen. Erstmal hier so ein Bereich, wo man die Schuhe ausziehen kann, halt typisch für Japan. Und dann hat man so Schlappen. Zwei Paare, weil ja, Love-Hotel ist ja eigentlich für zwei Leute. Und dann gehe ich rein in die Schlappen so. Und dann bin ich aufs Bett zugegangen. Das ist das, was als erstes auffällt. Ist halt wirklich groß gemacht. Ich meine, ist ja verständlich. Ist halt ein Love-Hotel, ne? Sieht jetzt nicht so sauber aus, weil ich gerade draufgesprungen bin, aber es war blitzeblank, alles tipptopp. Dann fällt halt direkt auf, dass du hier halt sowas hast mit so einem Bereich, wo du auswählen kannst mit Belichtung und auch Musik. Tja, hier kannst du irgendwie das Licht einstellen. Und ja, hier kannst du auch auswählen, Eingangsbereich, Lichtschalter und so weiter, ne? Für die verschiedenen Bereiche. Und hier kannst du halt, wenn du hier drehst, kannst du die Helligkeit ein bisschen verändern. Dann hast du hier einen Schrank und du hast Kaffee und zwei Tassen, also alles für zwei Personen natürlich eingerichtet. Dann hier unten habe ich meinen Rucksack reingetan, das Closet steht hier dran. Wenn wir uns die andere Seite vom Bett angucken, dann hast du hier eine Mikrowelle. Und ein Wasserkocher, würde ich mal schätzen. Hier steht dann noch auf Englisch Refrigerator, Kühlschrank. Mal gucken, ob da was drin ist. Oh, tatsächlich, hier hast du die Minibar sozusagen. Du hast hier Cola, Red Bull, Tee, Highball, Strong Zero und so weiter. So ein Cola kostet zum Beispiel 180 Yen. Genau, dann machen wir mal weiter. Auffällig ist hier oben die Decke mit den Blumen als Design. So ein bisschen auf süß angelehnt. Dann hast du hier ein Sofa. Hier hast du die Fernbedienung. Feuerzeug ist auch da. Und vor dir hast du dann den Fernseher. Dann, was mir aufgefallen ist, Mikrofone. Wahrscheinlich für Karaoke. Wahrscheinlich kann man hier auch Karaoke machen. Das werde ich dann auch gleich mal testen. So, und dann geht's weiter ins Bad. Hier bin ich sehr gespannt. Also natürlich, Spiegel ist immer wichtig im Bad. Zahnbürsten und so hast du auch. Das ist ja bei den japanischen Hotels eigentlich immer so, dass die relativ viel Zeug haben. Oh, sogar für Kontaktlinsenbehälter und Kontaktlinsenzeug. Und dann hast du hier einen Bereich mit einer Badewanne. Diese Form der Badewanne finde ich ganz gut. Fast schon ein bisschen Whirlpool-mäßig. Und dann hast du halt hier diesen ganzen Fliesenbereich. Hier kann quasi alles nass werden. Und dann noch erstmal eine Dusche. Und dann nochmal so ein Stuhl, wo du dich halt auch abduschen kannst. Das ist ja auch in Japan oft so ein Badewanne, dass du da noch so einen Stuhl hast, wo du dich dann beim Sitzen duschen kannst. Dann, ich weiß gar nicht, was hinter der Tür sein könnte. Ah, Toilette.
Oh, geht automatisch auf, gerade der Toilettendeckel. So typisch japanisch einfach. Ja, relativ typisch japanische Toilette, ne, mit den Knöpfen. Das wäre nochmal ein anderes Thema. So, und jetzt könnte man sich denken, ja, was macht das Love Hotel jetzt eigentlich zu dem Love Hotel? Warum ist es hier so besonders? Das sind so die Sachen, die man vielleicht erst beim zweiten Blick entdeckt. Ich habe ja gerade schon gezeigt, ne, man hat hier diese ganze Steuerung mit dem Licht und so weiter. Und dann hast du halt hier zum Beispiel, ich würde mal schätzen, das ist ein Kondom, ne? Genau, da ist ein Kondom drin, beziehungsweise sogar zwei. Genau, und dann hast du halt hier die Fernsehanleitung und so. Und da würde ich mal schätzen, dass die halt hier auch so Erwachsenensender und sowas haben. Gut, hier hast du halt Wein und was bestellen kannst. Okay, krass. Ah, Essen kannst du bestellen. Sehr cool. Werden wir mal gleich testen. Die Kutashi Sutohorenso no WD. Oh, Kashimas. Ano, Herbango, Wakimasu ne. Ah, hi. Okay. Hi. Gozaimasu. So, und auch wie auf dem Menü schon stand, handelt es sich hierbei um Tiefkühlware. Dann ist der Preis wiederum nicht ganz gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Das ist auch so, dass die es 24 Stunden am Tag können die das ausliefern. Und deswegen, natürlich können die es dann nicht frisch machen, aber ja, Tiefkühlware ist natürlich jetzt auch nicht das Geilste. Hat ein bisschen Flugzeugessen-Charakter. Ravioli in einem Love Hotel in Japan. Preis-Leistungs-Verhältnis und Essen zusammen würde ich sagen 4 von 10. Ach, wenn ich doch schon mal im Love Hotel bin, dann soll ich doch irgendwas machen, was so typisch für ein Love Hotel ist und was es sonst in keinem anderen Hotel gibt. So, Freunde, ich bin jetzt im zweiten Zimmer dieses Videos und jetzt bin ich in dem Zimmer, wo ich ja eigentlich hin wollte. Das hatte ich jetzt offen. Ich bin echt gespannt, wie es aussieht und ja, let's go. So, first reaction. Ach du Scheiße. Das erste, was du siehst, einfach das Bett. Und hier hast du so ein Chevrolet quasi. Hier steht erstmal drauf, no sitting. Und dann hast du halt wieder hinter dem Bett diesen Bereich mit Taschentücher, Kondom auch. Ich finde, das ist auch ziemlich cool designt, muss ich sagen. Das Design gefällt mir. Und dann wieder hier diese Lichteinstellungen. Ich habe die Musik gerade schon direkt ausgemacht, weil es immer nervig ist. Dann hat man hier wieder eine Couch. Diesmal eine rote Couch. Und dann den Fernseher. Auch gleiche Größe, würde ich sagen, wie der davor. Und da ganz cool designt mit, ja, mit einem Autoreifen drunter. Hier nochmal an der Wand, Oldtimer. Hier an der Wand so ein bisschen kindisches Design, muss ich auch sagen. Also sieht so aus wie in so einem Kindermalbuch. Und dann oben als Decke Himmel, Wolken. Kann ich vielleicht die ein oder andere Cumuluswolke entdecken. Dann gucken wir uns mal das Bad an. So. Der Spiegel ist erstmal richtig riesig. Das finde ich sehr geil. Dann hast du hier das Bad. Und hier ist wirklich auffällig. Ich glaube, das ist wahrscheinlich typisch für Love Hotels, dass dieser Bereich hier riesig ist. Dieser Badebereich. Und dann die Badewanne diesmal. Und das ist ja auch so typisch. Ne? Dieses schwarz-weiße Schachbrettmuster. Und hier hast du die Toilette. Hier die Mikrowelle einfach auf so einem Kasten drauf. Dann da auch noch einen Wasserkocher an der Ecke. Hier sieht man wieder die Minibar, denke ich mal. Genau, wieder gleiche Preise natürlich. Ist ja gleiches Hotel. Cola für 180 Yen. Ja, ich muss sagen, mir gefällt halt dieses Zimmerdesign auch wieder, weil es wirklich nicht so dieses verruchte, dunkle, bisschen ranzige ist, was man vielleicht, wenn man an Motels denkt, wenn man an Stundenhotels irgendwo in Tschechien vielleicht denkt. Aber das ist halt wirklich so ein themenmäßig. Dass man sieht nicht einmal, dass es irgendwie ein Love Hotel ist, sondern es hat einfach so ein Thema. Kann man machen. I like it. Yo, Thema Love Hotel. Also es ist tatsächlich so, dass natürlich es hauptsächlich für Paare da ist. Teilweise eben auch für sowas wie, ich glaube, Escort oder teilweise auch Affären oder One-Night-Stands und so weiter. Aber man kann auch, wie ihr gesehen habt, alleine hin.
Oder was auch sehr beliebt ist, ist das sogenannte Joskai. Eine Gruppe von Mädchen oder eine Gruppe von Frauen übernachtet in einer großen Suite oder so, in einem Love-Hotel, und du kannst da wirklich alles machen. Man hat ja schon gesehen, man kann Karaoke machen, das Zimmer ist interessant gestaltet, man kann essen und so weiter. Test bestanden. Ja, jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, warum ist eigentlich Love Hotel so ein großes Ding in Japan? Das soll vor allem den Grund haben in Japan, dass es so ist, dass viele auch relativ lange noch bei ihrer Familie leben. In Japan ist es, glaube ich, nicht so geläufig, dass du halt jemanden mit nach Hause mitnimmst, mit dem du jetzt noch nicht super eng bist. In Japan sind auch die Häuser ein bisschen kleiner, Wände ein bisschen dünner. Tatsächlich soll es halt vor allem während der Bubble Economy in Japan, zur Zeit der japanischen Wirtschaftsblase, da soll es wirklich so gewesen sein, dass wirklich viele Love Hotels eben entstanden sind, weil die Leute viel Geld hatten, Konsumausgaben konnten sie sich leisten, weil die Wirtschaft so gut lief. Da war das vor allem so ein richtig großes Ding, und natürlich ist es jetzt immer noch ein großes Ding, aber da ist es, glaube ich, so richtig krass entstanden, dieser Hype in Anführungsstrichen. Einfach nur noch perfekt. So, ich war gerade baden und duschen. Ich muss sagen, es war echt sehr entspannt. Mir hat es richtig gefallen, dass das Bad wirklich so groß war, vor allem für japanische Verhältnisse. Ich meine, das ist natürlich absichtlich so gemacht. Ich meine, was Spaß haben betrifft und so, wenn man als Pärchen zu zweit da ist, natürlich ist es so, dass man im Bad kann man da auch jede Menge machen. Und die hatten da auch so Pulver, was man halt als in die Badewanne machen konnte. Ja, hat sehr gut gerochen auch, und ich fühle mich jetzt mega entspannt gerade. Schön. So, das war es also auch von diesem Zimmer hier. Und abschließend gibt es noch ein Fazit zu der ganzen Experience. So, kommen wir zum Fazit. Auf jeden Fall war es mal interessant, in diesen Zimmern mal ein paar Stunden gewesen zu sein. Und ja, ich fand es natürlich cool, dass sie so ein Thema hatten und dass es alles so ein bisschen heller war und ja, wie soll man sagen, jetzt nicht die düstere Atmosphäre hatte, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte. Aber ich muss ganz klar sagen, dass ich gemerkt habe, dass die Zimmer wirklich auf ein Thema vielleicht ausgerichtet waren mit ihrer Einrichtung. Aber die Qualität der Möbel, der Wände, wenn man sich das ein bisschen angeguckt hat, dann liegen da Welten zwischen einem richtigen 3-Sterne-Hotel zum Beispiel oder 4-Sterne-Hotel oder so. Also es war schon ganz anders. Und dafür sind die Preisunterschiede auch gar nicht so hoch zu einem normalen Hotel oder zu einem Business-Hotel. Love-Hotels sind halt wirklich, wie der Name schon sagt, für die eine Sache ausgelegt. Und wahrscheinlich lohnt es sich am meisten, wenn man da wirklich für so 2 Stunden ist, sich das mietet, da ist der Preis am günstigsten. Dafür lohnt es sich wahrscheinlich am meisten. Aber für so eine normale Nacht würde ich es wahrscheinlich nicht empfehlen. Auf jeden Fall ist das Love Hotel als gesellschaftlicher Ort sehr interessant, meiner Meinung nach, weil es hat sich alles wirklich so isoliert angefühlt. Man ist dort drin, man hat keine Fenster, man sieht den Mann bzw. die Frau am Schalter auch nicht. Es hat sich alles so angefühlt, wie man ist wirklich in so einem getrennten Raum und dann ist man wieder draußen und dann ist da direkt wieder der Bahnhof und ganz normales Leben. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Macht's gut und Peace!